Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Session Let's Play Gothic 3. Wir werden heute mal bloß ganz kurz irgendwie hier uns in Faring betüdeln, weil ich nicht viel Zeit habe, aber dafür muss jetzt noch Zeit sein. Erstmal von diesem blöden Wasserfall weg, der macht ja einen tierischsten Krach hier. So, und dann können wir uns nämlich mal das Dörfchen hier betrachten, vielleicht auch ein paar Arena-Kämpfe machen und so. Mal schauen, was so anfällt. Ah, Kundschaft. Ich hoffe, du willst nicht in die Burg. Seit Khan hier in der Burg sitzt, lassen die Orks nämlich keinen mehr rein. Und? Das ganze Dorf ist voller Söldner, die in die Burg wollen. Die wenigsten schaffen es. Tja, wir werden es schaffen. Kommst du in die Burg? Klar, aber ich bin auch schon länger dabei als die meisten. Ich habe mir auf dem Schlachtfeld den Arsch für die Orks aufgerissen, ehe ich hier gelandet bin. Nach der großen Schlacht um Faring haben sie mir diesen Laden überlassen. Das ist mehr, als ich in der königlichen Armee je bekommen hätte. Überhin ist doch ordentlich, oder? Kannst du mir helfen, in die Burg zu kommen? Klar kann ich dir helfen. Du kannst wie all die anderen in die Arena gehen und hier draußen versauern. Oder du kannst die drei wichtigsten Orks außerhalb der Burg direkt überzeugen. Ich kann dir bei allen dreien weiterhelfen. Das kostet dich jedes Mal 100 Goldstücke. Also wenn wir jetzt kein Geld hätten, dann würde ich sagen, wuchere, aber wir haben ja, also von daher ist es eigentlich okay, 300 Goldstücke, das ist ja nicht viel. Dafür, dass wir dann in die Burg unter Umständen rein können, ist das eigentlich in Ordnung. Klingt fair. Wen muss ich überzeugen? Nun, zuallererst Gorok. Er ist hier unten im Dorf. Dann Knarr. Er steht direkt am Zugang zur Burg. Mojok ist ein alter Säufer. Er ist Kommandant des Wachturms, oberhalb der Stadt. Alles klar. Wie bekomme ich Mojoks Zustimmung? Mojok ist ein alter Säufer. Das hatten wir schon. Bring ihm ein paar Flaschen guten Schnaps und er wird dich nicht ablehnen. Aber es sollte schon ein wirklich guter Schnaps sein. Also ich wollte gerade schon sagen, Schnaps haben wir mehr als genug von den ganzen Orks, die wir umgenietet haben. Was ist mit Gorok? Gorok hat hier die ganze Arbeit an der Backe kleben. Er muss dafür sorgen, dass es im Dorf ruhig ist. Hilf ihm ein bisschen und er wird dich unterstützen. Und dafür holst du 100 Goldstücke, ernsthaft? Ich mache die ganze Zeit nichts anderes, als den Leuten zu helfen, also bitte. Was ist mit Gnar? Schwieriger Brocken. Ich habe lange gebraucht, um herauszufinden, wie man ihn rumkriegt. Wie? Mit Fellen. Wolfsfellen, um genau zu sein. Bring ihm genug. Dann hast du keine Probleme mit ihm. Ah ja, natürlich doch. Was ist mit den ganzen Söldnern? Ignoriere sie am besten. Typen wie die gibt es überall und die Orks wissen das. Sie wollen das große Gold machen, sind aber nicht bereit, Leistung zu bringen. Gnar weiß das und lässt sie nicht in die Burg. Erzähl mir von der Schlacht um Faring. In der ersten Schlacht war ich nicht dabei. Dort hatten es die Paladine des Königs geschafft, das gewaltige Heer der Orks aufzuhalten. In der zweiten, entscheidenden Schlacht hat Khan selbst unsere Truppen angeführt. Auch diesmal sah es zunächst aus, als würden wir scheitern. Tagelang dauerte die Belagerung der Burg, ohne dass wir auch nur einen Meter Boden gut machen konnten. Erst der schwarze Magier wendete das Blatt. Xardas. Ja, es war unheimlich. Er hatte diesen Stein dabei. Er leuchtete. Mit jedem Schritt, den Xardas auf die Burg zuging, wurde das Leuchten stärker und heller. Als er am Fuß der Burgmauer stand, überstrahlte der Stein das gesamte Schlachtfeld. Keiner konnte hinsehen. Man wurde sofort geblendet. Dann, plötzlich, war alles still und das Leuchten verschwunden. Xardas drehte sich um und ging. Ohne ein Wort. Wie finde ich Mojok? Folge dem Weg oberhalb des Dorfes. Ganz hinauf, dann kommst du zum Turm. Weißt du, wo Xardas anschließend hin ist? Vermutlich wieder nach Nordmar. Dorthin, wo er hergekommen ist. So, ich weiß gar nicht, ob wir den Punkt schon mal hatten. Xardas ist also nach Nordmar, beziehungsweise hat dort sich einen Turm errichtet. Spätestens jetzt haben wir es also gehört. Von daher werden wir dann auch in die richtige Richtung gehen, wenn wir dann endlich mal Xardas treffen und damit in der Hauptgeschichte weiterkommen wollen. Zeig mir deine Ware. Wir gucken mal hier eben, was der so hat. Worauf ich mal mit eingehen will... Eine Belagerung, die mehrere Tage dauert, ist nichts Besonderes. Also das ist eigentlich längst kein Grund zu sagen, wir verlieren die Schlacht oder so. Denn eigentlich ist das der Sinn einer Belagerung, dass man die Nahrungswege und Zufahrten abschneidet, damit die Leute drinnen ausgehungert werden. Aber hey,
wenn es ein paar Tage dauert, das ist schon schlimm, so eine Belagerung. So, und es kommt noch schlimmer, sagt er. Siehst du mal. Okay, wir haben zu viel. Sekunde. Was hat er? 9300. Da gehen wir mal hier so weit runter. Und natürlich fehlen noch 7 Stück. Ach komm, Hammer brauchen wir, glaube ich, auch, ne? Ach, ist ein Schmiede. Ach, egal. Passt so. In Ordnung. So. So, dann gucken wir mal, was wir sonst noch so Schönes hier haben. Flint. Was willst du, Fremder? In die Burg! Ich will etwas über die Burg wissen. Seit Khan und seine Kämpfer da sind, lassen sie nur noch ausgewählte Menschen hinein. Nicht mal ich kann rein. Und dabei könnte ich drinnen bestimmt ein paar Geschäfte machen. Na, so ein Ärger aber auch. Ich werde einen Weg in die Burg finden. Das will ich auch. Pass auf, ich weiß etwas, das uns beide weiterbringt. Erzähl. Um in die Burg zu kommen, musst du die Orks hier draußen überzeugen. Ich kann dir dabei helfen. Und wie? Ich habe einen guten Schnaps. Ah. Der wird den Orks gefallen. Bring jedem eine Flasche mit meinen Grüßen. Ja, schön. Was habe ich davon? Ich kenne alle Typen, die hier im Dorf rumhängen. Wenn du mir hilfst, sind ein paar nützliche Ratschläge für dich drin. Hm. Ja, gib erst mal her auf jeden Gut. Fall. Gib her deinen Schnaps. Bring Mojok, Gorok und Gnar jedem eine Flasche. Aber vergiss nicht, Grüße von mir zu bestellen. Das wollen wir erstmal schauen. Da bin ich mir noch nicht so sicher. So, wo wir die finden, wissen wir ja. Gerade wenn wir oben beim Säufer sind, bei Mojok, da weiß ich noch nicht, ob wir da wirklich schöne Grüße von Flint bestellen, weil wir ja auch irgendwie Schnaps an denen weiterreichen müssen. Na gut, egal, schauen wir erstmal weiter hier rum. Hab mich schon gefragt, wann du kommst. Hä? Wieso? Ich hab dich ins Dorf kommen sehen und wusste, dass du über den Pass willst. Wir Jäger sind nun mal die einzigen, die zum Jagen nach Nordmar dürfen. Wir sind auch die einzigen, die dich über den Pass bringen können. Ja. Erzähl mir was über Nordmar. Eine Jagd in Nordmar ist was ganz anderes als hier. Das ganze Land ist durchzogen von tiefen Schluchten und hinter jeder Ecke lauert der Tod. Für die Jagd ist das so ziemlich die beste Gegend, die es gibt. Und die gefährlichste. Na klar. Kannst du mir was beibringen? Ich bin kein Lehrer. Ich kann dir einen Tipp geben, wo du jagen kannst. Wenn du was lernen willst, geh zu Wilson. Wo kann ich hier jagen? Unten im Wald gibt es einen Haufen Wölfe. Knar wird die Fälle gerne annehmen. Gut zu wissen, da können wir dann doch gleich mal hingehen, beziehungsweise ich muss dann mal gucken, ob wir vielleicht noch so Wolfsfälle bei uns haben. Ich vermute aber eher nicht, weil ich die ja immer verkauft habe. Wo ist der Pass? Oben am Turm. Geh einfach den Weg rauf. Gut. Ich will bei euch mitmachen. Die Sache läuft so. Du zeigst mir, dass du anpacken kannst, dann habe ich nichts dagegen. Verstanden? Und wie genau? Was soll ich für dich tun? Du kennst den fetten Wüstenhändler Ali? Er prahlt die ganze Zeit mit einem Artefakt, das er den Orks verkaufen möchte. Bring es mir. Und wie soll ich das tun? Das ist deine Sache. Yay. Hau ihm auf. Hau ihm ein paar auf die Fresse oder beklau ihn. Ich bin für auf die Fresse, würde ich sagen. Was willst du mit dem Artefakt? Ich will vor allen Dingen nicht, dass dieser Typ in die Burg kommt. Wenn sein Artefakt wirklich aus Nordmar ist, hat er es gestohlen. Ich mag keine Diebe. Na gut, dann gucken wir erstmal. Er mag keine Diebe, sagt uns aber, dass wir ihn beklauen sollen. Na klar doch, das macht total Sinn. So, mit Gorok reden wir mal noch nicht. Ich werde erstmal die ganzen Söldner hier abklappern, bevor wir mit den Orks reden. Hier ist natürlich keiner, wunderbar. Aber trotzdem geht das so nicht weiter. So, da unten sind die Lurker, das weiß ich. Aber ich glaube, den Auftrag dafür haben wir noch nicht gekriegt, oder? Naja, gucken wir mal. Wir gehen erstmal hier zur Arena. Und zwar... Du bist bloß eine Wache, ne? Ja. Wir haben hier eine Gabelung. Wir können dort zum Pass nach Nordmar gehen. Wir können dort zur Burg Fahren gehen. Und wir können hier lang zur süßen kleinen Arena des Dorfes Fahren gehen. Oben in der Burg Fahren gibt es dann noch eine extra Arena. Aber erstmal verprügeln wir hier die blöden Leute. Bist du hier, um ein paar Goldstücke zu machen? Oder willst du dir den Respekt der Orks verdienen? Hier kannst du beides. Ich bin Curtis, Chef dieser kleinen Arena. Da bist du stolz drauf, auf diesen Erdkreis oder was das darstellen soll? Was kann ich hier gewinnen? Jeder Kampf kostet 100 Goldstücke.
Wenn du gewinnst, bekommst du 150 zurück. Das ist nicht besonders viel. Das ist doch keine besonders große Arena. Was du deinem Gegner abnimmst, gehört ebenfalls dir. Noch was. Besiegst du meinen besten Mann, kann ich dir noch ein paar Tricks zeigen. Verstehe. Super, na dann, kämpfen wir mal. Ich will kämpfen. Ich schicke dir Goran. Der dürfte genau deine Kragenweite sein. Willst du mich verarschen? So, dann wollen wir den Typen mal platthauen. Stirb! Jetzt werden wir sehen. So, kein Ding. Also hier müssen wir uns wirklich keine Sorgen drum machen, dass wir es nicht hinkriegen. Ah ja, natürlich, dass wir es nicht hinkriegen könnten. Die Kämpfe hier sind ja dafür ausgelegt, dass man relativ weit am Anfang noch hier hingeht. Von daher ist das natürlich auch alles kein Ding hier. So. Dass er mich in meiner Drehung jetzt getroffen hat, war natürlich weniger so geplant. Aber na gut, dann legen wir halt mal eine kleine Brotzeit ein. Und mal kurz gucken, wenn der Schleifstein gerade frei ist, können wir doch mal gucken, ob wir irgendwelche Waffen haben. Ne, meine Waffen sind geschärft, oder? So nicht. So nicht, ja. So nicht. Sind sie schon, sind sie schon. Aber wir können hier mal so zum Spaß. Das bringt nichts. So nicht, finde ich gut. So, Curtis. Goran ist erledigt. Nicht schlecht. Wenn du so weitermachst, wird aus dir noch ein richtiger Gladiator. Hier ist dein Gewinn. Klar, da verwandle ich mich in Russell Crowe. Gib mir einen Kampf. Willst den Orks wohl zeigen, was du auf der Pfanne hast? Halt die Klappe und leg los. In die Arena. Ich schicke dir Muff, aber sei vorsichtig. Er hat einen mächtigen Bums im rechten Arm. Dem Muff gibt's Uff die Fresse. So, komm, mein Freund. Und Feuer! Ach, wie ich es hasse, wenn mein Schlag zu kurz ist. Nebenbei bemerkt, hatte er die Arena schon verlassen, aber das ist ja egal, wenn der Gegner das macht. Es zählt ja nur, wenn ich die Arena verlasse, ne? So, Ruf in Faring plus 8, damit haben wir schon mal 16. Und unsere Stärke ist fast bei 300. So, haben wir denn hier jetzt noch... Ach so, hier drüben. So, ja, lässt sich super viel mit ihm besprechen. Gut, Curtis. War Muff alles, was du mir schicken kannst? Schon gut. Vielleicht bist du einfach in der falschen Arena. Oh ja, ich glaube auch. Wenn du gegen wirklich gute Kämpfer antreten willst, solltest du in die Wüste gehen. Da kann man auch mehr gewinnen. Hier ist dein Gold. Ich will kämpfen. Mir gehen langsam die Leute aus. Nur Spike ist noch bereit, gegen dich anzutreten. Er brennt darauf, allen zu zeigen, wer hier der Boss im Ring ist. Wenn er meint... Allerdings kostet dich dieser Kampf 200. Der Sieger kriegt 300. Kein Problem. Ich will gegen Spike antreten. Wie du meinst. Es sind deine Knochen. Viel Glück. So, dann wollen wir mal. Besiege Spike in der Arena. Ab geht er da, Peter. Komm schon. Und du willst ja der Champion sein? Das gibt's doch gar nicht. So, und damit haben wir eine Stärke von 300 endlich erreicht. Und unser Ruf ist auch schon bei 24 hier in Faring. Ist das nicht wunderschön? So, ja, die sind alle so unglaublich gesprächig. Das ist ja richtig ergiebig hier. Spike ist Geschichte. Tja, du hast sie alle geschlagen. Für dich gibt es hier nichts mehr zu tun. Wenn du weiter Gladiator bleiben willst, musst du wohl weiterziehen. Wo ist mein Gold? Hier. 300 Gold. Wir sprechen uns noch. Wunderbar. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Wir können ja mal gucken, was er so kann. Große Waffen, nö, sinnlos. Okay. Was zuckt denn der Goran hier so ab? So, ich will noch mal kurz gucken, ob wir wenigstens mit dem Spike irgendwas besprechen können. Nee, nicht mal mit dem. Ist ja auch egal. Der brannte darauf, allen zu zeigen, dass er der Stärkste im Ring ist, und als er dann niedergeschlagen wurde, hat er nicht mal irgendeinen Kommentar dazu. Ist klar.